Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prince of Persia: Warrior Risen. Gleich vorneweg, ich muss mich mal entschuldigen, dass ich. Na, jetzt mal schon. Dass ihr so lange jetzt auf die nächste Folge warten musstet, auf den nächsten Part. Das lag daran, dass mein paar Aufnahmen einfach mal für Arsch waren, beschädigt waren, nichts geworden sind, nicht verarbeitbar und sonst alles. Und ja. Und ich habe ein neues Headset, weil mein altes kaputt gegangen ist. Vielleicht hört man es, vielleicht auch nicht. Ich habe mir eine neue Stimme gekauft. Und ich werde jetzt mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich hoffe, es geht schnell weiter und ich hoffe, dieses Headset ist mindestens genauso gut von der Stimmqualität her wie das alte. Ja. Hier waren jetzt schon alle, deswegen sage ich jetzt auch nichts und. Oh, es sind mal Gegner da. Und die Tür ist offen. Da konnten wir ja vorher nicht rein. Hey, der hat unsere. Der hat meine Waffe. Was? Köpfen! Gib mir Sandenergie. Gib mir dein. Ach, hier Kolben. Kolben ist scheiße. Gib mir das hier. Naja, da wollen wir mal rüber gucken und sehen, was da jetzt los ist. Ganz wie immer, ganz wichtig, speichern. Wollt ihr? Ja, wollen wir. Natürlich wollen wir. Genauso. Und weiter geht's. Mal gucken, was uns. Oh, nein. Sowas mag ich absolut gar nicht. Oh. Kann man die Dinger eigentlich drunter, unten drunter rollen? Obwohl die so flach sind? Ich probiere es mal. Upsch. Ich glaube, es hätte funktioniert. Oh. Wow. Okay, da musste man. Ja. Hier habe ich im ersten Moment nicht gewusst, was man zu machen hat. Aber im Grunde genommen ist es auch ganz einfach. Oh. Okay. So habe ich es natürlich auch noch nicht gemacht. Rüber, 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 rüber. Rüber und hoch. Und springe zur anderen Seite, weil es Spaß macht. Einfach unten drunter rollen. Aua. Autsch. Das war jetzt. Ah, okay. Das sah jetzt gerade sehr interessant aus. Nein. Und runter durch. Ja, das war knapp. Dieser Ort ist gefährlich. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Ich hatte keine Wahl. Ich muss die Herrscherin sprechen. Unmöglich. Mein Ziel. Eile ist geboten. Ich muss sie sprechen. Ihr versteht nicht. Wenn das letzte Korn dieser Sanduhr fällt, wird die Herrscherin den Sand der Zeit erschaffen. Euer Anliegen kann nicht wichtiger sein als das. Ich bin hier, um die Erschaffung des Sandes zu verhindern. Dann ist euer Ansinn vergeblich. Die Erschaffung des Sandes wurde im Buch der Zeit vorausgesagt. Sie kann nicht aufgehalten werden. Ich habe euch das Leben gerettet. Zweimal. Alles, was ich verlange, sind Auskünfte. Verratet mir, wo der Sand erschaffen wird. Dort. Aber der Raum ist versiegelt. Ihr könnt nicht hinein. Es muss einen Weg geben. Ha, dazu müsstet ihr die Verteidigungsanlagen der Burg umgehen. Ein vergebliches Unterfangen.
Wenn ein Mann dem Tod ins Antlitz schaut, ist das Unmögliche ein geringes Hindernis. Sagt mir, wie. Nun gut. Das Tor wird von einem ausgeklügelten Uhrwerk im Inneren des mechanischen Turms gesteuert. Angenommen, ihr erreicht den Mechanismus und setzt ihn in Gang, dann braucht ihr immer noch Energie. Wenn Wasser durch den Graben fließt, wird der Mechanismus angetrieben. Aber zuvor müsst ihr den Graben über den Zulauf im Gartenturm füllen. Setzt beide Türme in Gang und das Tor öffnet sich. Dies wird euch nützen. Es ist mehr als nur eine Waffe. Denn damit kann man das System von Brücken aktivieren, die Zugang zu den anderen Türmen geben. Aber es ändert nichts, denn... Ist hier die Stimme weg oder höre ich die nur nicht? Egal. Ihr habt das Schlangenschwert erhalten. Ne, ihr haltet das Schlangenschwert. Ihr könnt jetzt eine stärkere Combo ausführen. Und zwar eine Vierer. Was sind das hier für komische Zeichen auf dem Boden? Ich glaube, ich weiß. Es hat mir jemand gesagt. Oh, mein Handy! Pause! Pause! Pause!